Hallo, hier bin ich mal wieder und wie ihr seht, in einer ganz neuen Umgebung. Aber wir machen heute kein Picknick und wir machen auch keine Buchvorlesung, sondern wir machen leider was richtig Sportliches. Und ich bin richtig, richtig unsportlich. Also wird es wahrscheinlich ein einziges Fail-Video. Aber damit es nicht so richtig schlimm wird, habe ich mir gedacht, ich hole mir einen richtig coolen Gast dazu. Denn das wird unsere allererste Challenge auf diesem Kanal. Und wer kann der richtig coole Gast sein? Niki! Niki ist schon total begeistert, wenn sie darüber nachdenkt, dass sie gleich Sport machen muss. Aber wir geben unser Bestes. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, und zwar drin wie die Yoga-Challenge. Das heißt, ich habe mir jetzt 5 Fotos aus dem Internet rausgesucht, die ich jetzt versuchen werde, mit Niki so darzustellen. Und ich kann nur so viel verraten, das ist echt richtig lustig geworden. Vor allem, weil es eine kleine Katze gab, die uns dauernd gestört hat. Also viel Spaß. Jetzt gibt es hier Brötchen. So, und jetzt gehst du aus dem Bild, Jasmin. Ja, aus dem Bild. Ja. Wir machen ja noch ein Foto. Muss ich da raus? Warte, jetzt holt die Katze das Brot. Mach doch bitte! Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, obwohl ich festgestellt habe, dass Yoga echt ganz schön anstrengend sein kann. Sieht komisch aus. Toll. Ich finde Yoga jetzt schon anstrengend. Wir waren das gerade erst 3 Sekunden. Ah. Was ist das für Yoga? Ihre Expertenmeinung zu Yoga. Komm. Okay. Okay, so geht's. Es bricht mir halt die Rippen, wenn das Pony jetzt da noch so aufsteht. Halt das Pony da oben halt richtig gut fest. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gucken muss. Alles fest, ich stehe nur mit 2 Füßen. Jasmin, das ist richtig da drauf. Das steht immer noch nur mit 3 Füßen, da fehlt noch ein Vorderfuß. Das Pferd hat Angst, den Tisch zu schieben. Okay. Sieht völlig abartig aus. Kann Jasmin kurz loslassen oder springt er runter? Ich denke, es rutscht wahrscheinlich. Lass mal eine Millisekunde los, Jasmin, rutscht es an. Renn mal aus dem Bild. Also die muss mit dem Kopf auf meinem Hintern stehen und ich muss nur eine Liegestütze machen. Aber am besten ist, sie steht nicht wirklich, sondern ich hebe sie nur über mich, aber von der anderen Seite. Silber! Sie fliegt! Halt die bisschen Beine runter auf mich. Hast du das alles gefilmt? Jasmin, geh mal weg. Geh mal ganz raus. Ich muss schon sagen, also dieses Bild sieht doch einfach dem Original verblüffend ähnlich, findet ihr nicht? Gebt mal einen Daumen hoch, wenn ihr auch findet, dass diese Ähnlichkeit einfach überragend ist. Aber es hat zumindest echt Spaß gemacht. Ja, natürlich. Autofokus, nein. Aufgegessen hat und
dich. Mich? Das war's auch schon und wie ihr gesehen habt, wir haben es beide überlebt, obwohl man wieder deutlich gesehen hat, dass ich nicht wirklich die Sportlichste bin. Ich denke, man kann da noch viel lustigere Sachen machen. Aber ich habe auf jeden Fall geschwitzt, also für mich war es Sport. Wie sieht es bei dir aus? Hast du geschwitzt? Naja, nicht so wirklich. Ey, komm mal wieder zu mir. Komm, wir sind noch nicht fertig, wir müssen noch Tschüss sagen. Das ist wichtig. So, Niki, komm, wir müssen noch Tschüss sagen. Genau, und wenn ihr Lust habt auf mehr Challenges mit Niki, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und auch welche ihr sehen wollt. Ihr müsst natürlich bedenken, das ist ein kleines Pony, mit der kann man nicht viel machen. Also ihr habt auch jetzt gesehen, wir haben ja nicht wirklich was mit ihr gemacht. Also wenn ihr mir Challenges vorschlagt, dann bitte auch solche, die wir auch umsetzen können. Obwohl ich das jetzt auch richtig lustig fand, obwohl Niki nicht viel machen konnte. Ich habe dafür umso mehr gemacht und umso mehr Kalorien verbrannt. Genau, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag wieder. Tschüss!